Hallo, ich bin der Dennis. Ich bin Deutscher, was mir auch ganz extrem viel leid tut. Und das Ganze werde ich kompensieren dadurch, dass ich heute wieder ein Spiel aus meiner Kindheit spiele. Heute ist es The Humans. Ist ein schönes klassisches Spiel von der Firma Mirage heißen die, glaube ich. Es ist eine liebliche, nette Mischung aus Plattformer und Puzzle Game. Ich will das mal so zusammenfassen: Man spielt eine Gruppe von Höhlenmenschen auf dem Weg zur Evolution. Also man entdeckt zuerst Waffen, dann das Feuer, dann das Rad und so weiter. Wir beginnen jetzt hier mit der ersten Mission. In der ersten Mission geht es darum, den Speer zu entdecken. Der steht hier oben rechts, den sieht man schon. Wie das geht, werde ich gleich zeigen, weil diese Humans, die können nicht hüpfen oder sowas in der Richtung. Aber die können sich gegenseitig Räuberleiter machen. Und genauso kommt man am Ende an den Speer ran. Indem man jetzt hier eine schöne Räuberleiter macht, dann lässt man einen von den Humans zum Speer gehen, der hebt ihn auf, alle sind glücklich bis an ihr Lebensende. Wollen wir doch hoffen. Später kann es dann auch so kommen, oder. Beziehungsweise es ist eigentlich nur eher in wenigen Levels so, dass das Ziel des Spiels ist, einen bestimmten Gegenstand zu erreichen. In den meisten Levels ist es das Ziel, dass man einfach nur an einen bestimmten Punkt kommt. Oder man kriegt einem eigentlich immer so am Anfang von jedem Level, kriegt man ein Missionsziel gesagt. So. Dann gehen wir mal schön weiter. Hier unten sieht man bestimmte Aktionen. Da kann ich jetzt eine davon auswählen und kann jetzt sagen, dass ich das machen will. Das bedeutet jetzt in dem Fall, man stellt sich mit Räuberleiter hin. Und das linke Symbol bedeutet, hebet einen Gegenstand auf. Ich habe jetzt den Speer aufgehoben und damit schon Level 1 geschafft. Hurra! Way. So, die Bewertung sparen wir uns. Jetzt dürfte eine lustige Animation darüber kommen, was die Menschen damals so mit Speeren gemacht haben. Platsch. Naja, schön. Freut mich. Oh, dieses Spiel habe ich in meiner Kindheit sehr viel gespielt. Ich mag immer so Knobel-Rätselspiele und Plattformer, habe ich auch schon gesagt, dass ich Plattformer sehr gern mag, sehr gern spiele. Und ich fand dieses Spiel damals auch cool. Ich habe echt eine Ewigkeit gebraucht, um rauszufinden, wie man es steuert. Und ich musste es eigentlich auch die meiste Zeit heimlich spielen, weil mein Vater mir verboten hatte, an seinen Computer zu gehen, weil der, du machst mir da alles, hey, das. Ja, also auf gut Deutsch, war immer der Meinung, dass ich ihm da alles kaputt machen würde, an seinem Computer. Naja, da musste ich es eben heimlich spielen. Hoppala. Ich weiß auch noch, ich habe mir immer die Passwörter dann heimlich notiert. Und musste das dann auch verstecken, weil wenn der die Passwörter gefunden hätte, dann hätte er ja drauf kommen können, dass ich da heimlich irgendwas von seinen Spielen spiele. Und das wäre ja voll das Drama gewesen. Inzwischen weiß er das und ich glaube auch nicht, also er weiß nicht, dass ich hier so tolle YouTube-Videos mache. Insofern wird ihn das wohl kaum stören. Hey. Danke, Vater. So. Was ihr jetzt seht, ist, man hat mit dem Speer eine Vielzahl von Aktionen. Zum Beispiel kann man damit so eine Art Stabhochsprung machen und damit einen Abgrund überwinden und man kann den Speer dann auch werfen. Das ist besonders dann nützlich, wenn man mehrere Humans nach drüben kriegen muss. So, ich habe jetzt hier immer nur 4 auf einmal und unten rechts sieht man eine 5. So viel Leben habe ich. Das heißt, ich kann. Man hat es ja gerade schon gesehen, wenn die Humans allzu tief fallen, dann verrecken die. Ja, hier hat man es gerade auch wieder gesehen. Ich muss also aufpassen, dass ich auf der Plattform und nicht auf der Leiter lande. Und also diese 4 unten bedeutet jetzt, ich kann noch 4-mal einen Human irgendwo runterfallen und verrecken lassen, ohne dass es großartig stören würde. Aber danach ist dann auch Schluss. So. Das Ganze ist hier unten jetzt auch, sieht man sehr schön, ist so gemacht, dass ich hier die Feuertaste so lange gedrückt halten muss, wie Kraft in diesen Sprung investiert werden soll. Hoppala. Und wieder fällt er runter. So, und jetzt muss ich langsam aufpassen, weil jetzt habe ich demnächst kein Leben mehr. Ich muss eben immer schauen, dass die Leiste möglichst voll wird.
Jetzt schaue ich mal hier runter. Ich glaube nämlich, dass ich eigentlich nur zwei Humans hier unten brauche. Das Ziel ist nämlich, diese rote Plattform zu erreichen. Die ist jetzt zwischen diesem Baum unten rechts. Das sieht man jetzt noch nicht so genau. Ja, da muss ich nicht hüpfen. So. Und ich glaube, an den Bäumen kann man ganz einfach vorbeilaufen. Weshalb es jetzt auch nicht so schlimm ist, wenn ich einfach nur zwei Humans nach da unten bringe. Glaube ich. Ich glaube, man muss nur einen drauf landen. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel auch schon lange nicht mehr gespielt, leider. Probieren wir es aus. So, ich stehe drauf. Und yes, hab's geschafft. Genau. Wie gesagt, später bekommen wir noch weitere Gegenstände. Ich erinnere mich konkret an ein Rad, mit dem man dann sehr schnell fahren konnte. Ich erinnere mich an eine Fackel, mit der konnte man, glaube ich, Büsche abfackeln, die dann den Weg nicht mehr versperren. Und es gab noch ein Seil, das konnte man von einer hochliegenden Plattform runterlassen, dann konnten die Humans an diesem Seil hochklettern. So. Das ist jetzt schon das dritte Level. Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich meine, dass ich mit dem sehr lange Schwierigkeiten hatte, das zu lösen. Ich weiß nicht mehr genau wieso. Es sieht jetzt erstmal banal aus, aber ich war jung, dumm und hatte keine Ahnung, wie man vernünftig ein Puzzlespiel spielt. Na, probieren wir's. So, also, so funktioniert, so kommt man über den Abgrund, indem man einfach immer drüber springt und mit dem, der gerade drüber gesprungen ist, wirft man den Speer einfach zurück. So. Machen wir jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, was da hinten noch alles kommt. Man muss eben auch aufpassen, dass man den Speer nicht irgendwie auf einen Human wirft, weil ich glaube, dann verschwindet, dann geht sowohl der Human erstmal kaputt, als auch, dass der Speer verschwindet. Was beides Sachen sind, die man ja jetzt nicht unbedingt haben will. So, nein, du sollst nicht springen, du sollst werfen. Boing, oh, das war auch knapp. Ich muss besser aufpassen. Junge, Junge, Dennis, du machst hier ganz schön Quatsch und so. Ich mag so schöne Dudelmusik. So. Also hier muss man jetzt offenbar hochklettern. Und eigentlich, so wie das jetzt aussieht auf den ersten Blick, reicht das nur für einen Human, um hochzukommen. Weil diese menschliche Leiter wird immer ein bisschen eingedrückt, wenn einer draufklettert. So, zu diesem Spiel habe ich ein besonderes Verhältnis. Nämlich von daher, dass ich selber in so einer Spieleerstellerszene aktiv bin. Wir nutzen da den RPG Maker 2000. Und ich habe da mal ein Spiel gemacht, das ziemlich genau auf dem Konzept von The Humans basiert. Es hieß Chemical Crisis. Es war da auch, ich glaube, zweimal in einer unfertigen Version auf der CD bei der Bravo Screen Fun dabei. War ich sogar relativ stolz drauf. Normal bin ich ein ziemlich bescheidener Typ. Und da ist das nicht so mein Ding, dass ich auf so Sachen stolz bin oder damit angeben würde oder sowas. Aber da war ich schon stolz drauf, dass es das auf die CD von der Zeitschrift geschafft hat. Und da war das Konzept auch so ähnlich. Man hatte aber immer genau vier Charaktere und was soll ich sagen? Die konnten eben auch diese so eine Räuberleiter machen, unter anderem. Und hatten auch Spezialfähigkeiten und sowas. Also war lose daran angelehnt. So, und weil jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen ist und ich jetzt dieses Rätsel in schöner, anderer und etwas freundlicherer Landschaft, wir haben es immerhin schon mal aus der Höhle rausgeschafft, fortsetzen will, komme ich jetzt zu meinem Fazit. Also bei der Idee muss ich 5 Punkte geben, weil ich finde die Idee geil. Ich liebe eben Plattformer, ich liebe Puzzlespiele und das ist einfach eine coole Idee. Also es ist nicht nur dieses, dass man Tools hat oder dass man über die Plattform laufen müsste. Es ist einfach die Idee, dass man eine Mannschaft hat von bestimmten menschlichen Wesen irgendeiner Art und mit der ein Rätsel lösen muss. Gemeinschaftlich. Und das kann man eben nur, indem man alle Humans gleichermaßen einsetzt. Also es nützt nichts, wenn man mit einem einfach drauf losläuft. Das finde ich ist schon eine coole Idee. Dass man eben dann dieses Räuberleiterprinzip und die Gegenstände dafür verwendet, finde ich gut. Hat mir echt super gut gefallen. Früher schon, gefällt mir auch immer noch, stelle ich gerade fest. Und deshalb Idee 5 Punkte. Für die Umsetzung
Ja, aha, 4 Punkte. Also es ist grundsolide, ich sag das relativ oft, dass ein Spiel grundsolide gemacht ist, aber es ist einfach nicht so ein Wahnsinnsbrüller. Also es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich würde dieses Spiel jetzt nicht unbedingt spielen, rein aus dem Antrieb, dass ich sage, es hat super tolle Grafik und begeistert mich noch heute zutiefst. Sondern ich würde einfach sagen, hey, nettes Spiel, nett gemacht. Die Musik ist schön, wenn auch auf Dauer ein bisschen nervig, aber da ist eine gewisse Vielfalt dabei. Mit Soundeffekten wurde eben gegeizt. Also das Spiel hat so ziemlich gar keine Soundeffekte. Ja, also eigentlich die Soundeffekte, die jetzt wo ich sage, fällt mir auf, die Soundeffekte sind ein gutes Argument, wieso ich hier nur 4 Punkte geben sollte. So, für den Spielspaß gebe ich auch mal 4 Punkte. Ich habe zwar immer wieder betont, wieso ich dieses, dass ich dieses Spiel super toll finde, aber ich meine, ich habe es jetzt jahrelang nicht mehr gespielt und es hat mir nicht so groß was gefehlt. Ich bin immer noch gesund rübergekommen und es macht jetzt Spaß, aber ich bin mir sicher, so in 1-2 Stunden habe ich wieder überhaupt keinen Bock drauf. Also Spielspaß ist auf jeden Fall vorhanden und ich würde jedem, der das hier jetzt sieht, empfehlen, holt euch dieses Spiel. Es ist auch Abandonware, also man kann sich's relativ problemlos runterladen. In den Untiefen des Internets wird man schon einen Link finden. Und probiert's. Also man muss nicht unbedingt Plattformen mögen, um das Spiel zu mögen. Wenn man schon Puzzlespiele mag, dann ist man hier auch schon super bedient. Und deswegen, ja, wie gesagt, ich kann jedem nur empfehlen, gibt dem Spiel einen Versuch. Ist das gutes Deutsch? Ich weiß nicht. Ich bin Schwabe, ich muss kein Deutsch können. Gut, soviel zu Humans. Was ihr dringend noch über dieses Spiel wissen, ich habe keine Zeit mehr. Ciao!